Moinsen Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Runde Feed the Beast Infinity. So, bevor wir loslegen, kurze Ankündigung, wie gehabt, Samstag um 19 Uhr findet wieder ein Livestream statt und zwar auf twitch.tv/jummellp. Ist auch in der Beschreibung verlinkt, könnte man eine so gar nicht verfehlen. Gut, das dazu. Ich werde nochmal eben kurz unser Jetpack aufladen. Ich meine, das ist zwar noch halb voll, aber sonst verplane ich das wieder und dann passieren komische Sachen. Deswegen lassen wir das lieber. Ja, was wollen wir heute machen? Ich habe mir gedacht, dieser Reaktor, der wird ja immer recht schnell voll. Das heißt, wir werden uns ein paar Capacitor Banks bauen und mir schweben zunächst mal diese hier vor. Das sind noch nicht die besten, aber ich zeige euch das mal kurz. Und zwar, diese kleinen hier, die lohnen sich eigentlich gar nicht. 1 Million RF, das haben wir so schnell voll, das ist lächerlich. Ich möchte diese hier bauen. Die sind recht einfach herzustellen eigentlich. Wir brauchen nur eine ganze Menge von diesen Double-Layer-Geschichten. Und der große Vorteil daran ist, wir können, wenn wir nachher die ganz großen bauen, diese 25 Millionen RF, können wir diese alten, also die kleinen, wieder mitverbauen. Und das ist richtig cool. Und deswegen fangen wir erstmal mit denen hier an. Wir framen so 4 Stück vor. Das heißt, oh, das ist aber eine ganze Menge. Wir bauen vielleicht doch erstmal ein. Also wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge Basic Capacitors. Das steht fest und Coal Powder. Coal Powder, warte mal, da habe ich gesehen, da geht auch Holzkohle, ne? Kann das sein? Wo haben wir sie denn? Ne, die hier. Coal. Coal Powder. Ne, das ist wieder ganz normal Kohle. Das, okay, gut, dann müssen wir normale Kohle klein häckseln. Das machen wir mal eben. Achso, haben wir ja schon hier. Perfekt. Ich nehme mal so 32, keine Ahnung, passt schon. Wir haben mal 1000 Stück. Total Wayne. Dann hauen wir das damit rein und dann haben wir hier noch Kleinkram. Und zwar Flint, der natürlich sehr verlockend ist. Nee, da rein. Ja, sollte gehen. Dann haben wir hier noch andere Materialien zu verarbeiten, aber das machen wir jetzt nicht, das machen wir später. Ach hier, unsere Vibrant Alloys sind durchgelaufen. Coole Sache. Ach nee, warte mal, die lassen wir erstmal hier drinnen. Dann haben wir alles auf einen Blick, dann komme ich nicht durcheinander. Gut, also Coal Powder ist safe, soweit. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen ganz viele von denen hier, das heißt wir brauchen Copper. Und Gold Nugget Redstone haben wir sowieso da. Das heißt, wir gönnen uns mal hier noch ein bisschen Gold. Hauen da noch ein bisschen Copper mit rein. Und dann machen wir mal klein das Zeug. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei so rumkommt. Das hauen wir mal raus. Das da rein. Und dann bauen wir ein paar von diesen Kollegen hier. Das wäre ein großer, zwei große, drei große, vier große. Diese bräuchten wir zum Beispiel schon mal, um einen von denen hier herzustellen. Nochmal 8, das wäre der zweite. Nummer 3, dann machen wir doch gleich 4. Ja, passt. Das ist schon mal gut. Dann können die auch erstmal ins System rein. So, was brauchen wir denn noch für die Kollegen hier? Wir brauchen ganz viel Energetic Alloy mal wieder. Das heißt, wir können uns gleich schon mal wieder ein bisschen Glowstone angeln. Achso, das haben wir ja noch in dem Dingens hier, in dem Miner's Backpack. Achso, können wir eigentlich mal alles raushauen und ins System schmeißen. Jo, dann haben wir da wenigstens schon mal alles drin. Achso, ein bisschen was hätte ich natürlich behalten sollen. Ist ja immer dasselbe. Dann brauchen wir noch ein bisschen Redstone. Und dann natürlich altbekanntes Gold. Da haben wir auch gar nicht so viel von eigentlich. Fällt mir mal gerade so auf. Aber naja, gut, was soll's. Alloys Only ist noch drin. Dann hauen wir mal das Zeug durch. Und dann haben wir ja unser Coal Powder. Das ist schon fast fertig, ne? Ja, das sieht. Oh, das sieht sehr gut aus. Gut, dann habe ich eine ganze Menge Sand. Das hatte ich, glaube ich, gemacht, um Glas herzustellen. Da können wir uns vielleicht auch nochmal drum kümmern. Ich würde fast sagen, dass wir nach der Kohle nochmal diesen Koppel hier durchjagen. Einfach nur, weil wir es können. Gut. Die Kohle ist durch. Also so gut wie. Warten wir nochmal eben das letzte Stückchen ab und dann geht's los. Genau. Dann haben wir hier 46 Pulverized Coal. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Dann können wir das da reintun. Jetzt haben wir dafür schon mal alles da. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Energetic Alloy. Und da haben wir noch ein paar da. Das nützt uns aber noch nichts, denn ja, es fehlt halt noch ein bisschen was. Sagen wir es mal so. Des Weiteren machen wir die Kiste erstmal aus, weil der einfach schon wieder voll ist. Ja?
Und hier kommen Endermen ohne Ende. Und ja, es ist einfach krass. Uncommon Treasure, Common Treasure. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden lustigen Teilen? Das wollen wir jetzt nochmal rausfinden. Ist zwar Farmcraft-Gedöns, aber man weiß ja nie. Potion of Poison und Gold Coin. Achso, und hier kriegen wir mal diesen Gürtel mit dazu, okay? Ja, okay. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, wir sind voll. Potion of Regeneration, das brauchen wir nie. Warte mal hier, Glasbottle weg. Splash Potion of Poison brauchen wir nicht. Night Vision braucht, das brauchen wir einfach nicht. Hier, Splash Potion of Dingens auch nicht. Jetzt haben wir hier noch ein paar Enderperlen rausbekommen. Ja gut, von mir aus kann man natürlich machen, muss man aber nicht. Night Vision, Invisibility, Unverwundbarkeit, cool. Das sind Sachen, Leute, beim besten Willen. Seid mir nicht böse, aber das brauchen wir einfach nicht. Also schmeißen wir es weg. Womit wir eventuell arbeiten könnten, sind diese Gold Coins. Oh, ja. Diese ganzen Potions können weg. Da kommen eine ganze Menge Enderperlen raus, sehen wir hier. Was sind das eigentlich für Ringe? Und den Ring? Ringe haben wir eh nicht angelegt. Also legen wir einen an, weil wir cool sind. Knowledge Fragment. Und Potion of Strength. Ja, dann können wir das ja auch mal eben trinken. Gut. Wenn ich mich recht erinnere, kann man nämlich diese Gold Coins zu Gold schmelzen. Wie genau das geht, finden wir wahrscheinlich gleich raus oder nicht. Wird sich zeigen. Ach, hier ist noch das Conduit Binder Zeug drin. Naja, gut, von mir aus. Ups. Hier geht auf jeden Fall noch was. Dann schmeißen wir das schon mal da rein. Vielleicht klappt das ja einfach so. Man weiß es nicht so genau. Aber wir haben ja auf jeden Fall schon mal 20 Energetic Alloys. Die tun wir da mal rein und dann machen wir mal so. Dann haben wir nämlich schon 13 Stück. Und wir brauchen 16. Ist das so? Warte, ich gucke nochmal eben kurz nach. Ja, 16 Stück brauchen wir davon. Okay, das soll ja machbar sein. Da brauchen wir nur noch ein paar. Na gut. 6 brauchen wir noch, also 3 jetzt. Ja, coole Geschichte. Brötchen gehen auch immer eigentlich. Dann noch eine Sache, die ich mal eben verarbeiten wollte. Und zwar ist das Ding bald voll. Und wir brauchen im Prinzip ja noch Wolle für unsere Elevator-Geschichten im Haus. Deswegen machen wir das Ding mal zumindest einigermaßen leer und vercraften den ganzen Scheiß. Wir machen auch im Prinzip gleich mal direkt Blöcke da draus. Und ich hole einfach nochmal den nächsten Schwung, weil wir haben ja noch genug da. Und dann hat die Farm auf jeden Fall wieder genug Luft, um zu arbeiten. Klar, wir könnten auch ein Chest-Upgrade hier hinsetzen, aber beim besten Willen, wir brauchen es ja so oder so, daher ist es ja nicht so wichtig. So, schmeißen wir das Zeug noch mit da rein. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ein Stack auf jeden Fall. Und auf jeden Fall noch ein Stack. Und 15. Ja, das hat sich doch schon mal gelohnt. Gut, dann haben wir hier jetzt die Gold Coins drin. Machen mal eben den Furnace Mode an. Und das geht. Irgendwas passiert hier auf jeden Fall. Was genau, werden wir sehen. Und nochmal 3 Stück davon. Perfekt. Double Layer Capacitor. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir 4 Redstone-Blöcke. Bevor wir die aber machen, machen wir diesen Electrical Steel. Oh nein, wir brauchen Eisen. Warte mal, wie viel brauchen wir denn dafür? Zu viel. Hier, 16. Achso, nee, warte mal, das kriegen wir sogar gerade noch hin. Wenn wir hier unsere 16 Eisen nehmen. Ah, Nuggets kommen da raus. Okay, verstehe. Dann brauchen wir wieder Pulverized Coal und Silicon. Haben wir noch Silicon? Das ist jetzt die Frage. Das müssen wir mal eben gucken. Auf jeden Fall nicht genug. Das heißt, wir gönnen uns mal eben kurz ein bisschen Clay von unserem Sludge-Boiler.
jagen das mal durch die Sackmill. Dann sollten wir eigentlich genug bekommen. Gut, dass wir das Ding gebaut haben. Am Anfang war ich ja ehrlich gesagt eher skeptisch, was so diesen Sludge Boiler angeht, aber das war doch eine ganz gute Idee, auf jeden Fall. So, Clay rein. Und dann geht's auch schon los. Ja, und hier kommen auf jeden Fall eine ganze Menge Goldnuggets zusammen, das ist natürlich auch nett. Aber nützt uns momentan nicht viel. Was brauchen wir hier noch? Ach ja, genau, Coal Powder. Coal Powder hatte ich alles hier reingeschmissen, wenn ich mich recht erinnere, jawohl. Machen wir auch 16. Und dann bräuchten wir, ach siehst du, 12 haben wir schon. Kommt nochmal 4 dazu, macht genau 16. Perfekt. Oh, jetzt ist der voll. Machen wir Alloys Only. Dann kommt die raus. Und das packen wir einfach mal oben wieder rein und dann kriegen wir gleich unseren komischen, wie heißt das, Electrical Steel, glaube ich, ne? Genau. Gut, dann machen wir uns nochmal eben 4 Redstone-Blöcke. 1, 2, 3, 4. Und dann können wir schon mal gucken. Ach, wir haben noch 2 da. Okay, naja, von mir aus. Ja, dann brauchen wir im Prinzip ja nur noch das Electrical Steel Zeug hier rausholen und dann haben wir es geschafft. Plus das komische Gold. Das können wir auch eben zu Barren verkraften. Verkraften vor allem. Oh, geht genau auf. Perfekt. Sind schon mal wieder 8 zumindest. Ja gut, dann gucken wir mal, ob wir hier schon ein bisschen Cyanid bekommen haben. Aber ich denke mal schon, oder? Ja, wieder 5 Stücke, okay. Lässt sich mitarbeiten und wir kriegen hier endlich unser Plutonium raus. Coole Sache. Was ich auch nochmal nachgucken wollte, ist, wie viel Blut wir im Netzwerk haben. Und keine Panik, wir machen auf jeden Fall noch mit Blood Magic weiter. Aber momentan hat der Reaktor irgendwie eine recht hohe Priorität, sagen wir das mal so. Er hat 3300, naja gut. Was natürlich auch eine Priorität hat, sind die Elevator, die wir hier zum Rauf- und Runtergehen nachher benutzen. Da werden wir uns auch mal demnächst drum kümmern, damit wir diese Problematiken hier nicht immer haben. Ah, guck an. Zack, zack. Ein paar fehlen auf jeden Fall noch. Da steht fest, 2, 3. Ein noch. Den haben wir doch bestimmt schon fertig. Jawohl. Ja, den Rest kannst du mit durchheizen, passt schon. Dann schalten wir wieder Furnace Mode um, dann kann er nämlich noch das restliche Gold verarbeiten. Und wir gönnen uns hier die Nummer 4. Hahaha. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das ganze Zeug hinsetzen. Der Vorteil an diesen Dingern ist einfach, wenn man die abbaut, dann behalten die ihre Energie. Das ist schon eine ganz coole Geschichte eigentlich. Aber ich bin dazu geneigt, die hier oben hinzusetzen. 1, 2, 3. Hier. So, jetzt haben wir noch ein paar Ender Energy Gedings, Bums, Gedöns. Ja, wisst ihr schon, was ich meine. Die führen wir da jetzt einfach mal nach oben hin. Was natürlich nicht reichen wird, ist ja klar. Aber wir müssten ja noch diese Alloys da haben. Daher sehe ich da ehrlich gesagt nicht so die Probleme. Und dann kann der Reaktor seinen ganzen Überschuss einfach mal da reinpfeffern. Wo haben wir sie denn? Ach, da. Der Rest ist natürlich noch hier. Ach komm, jetzt nehmen wir halt alle mit rüber, ist ja egal. Passt schon. Ich mach mal noch 8. Ich denke mal, das reicht. Speicherzellen sehen im Vorbeigehen auch noch ganz gut aus. Ja, da kommt natürlich nichts rein, aber wir schmeißen die Kiste jetzt einfach mal an und dann gucken wir mal. Oh, der interne Tank ist auf jeden Fall leer. Das scheint sich auch nicht ändern zu wollen. Ach ja, natürlich nicht, weil alles hier reinfließt. Man sieht, wir produzieren momentan 1261 mehr, als wir eigentlich brauchen. Das ist gut.
Das gefällt mir. Gut, dann brauchen wir da auf jeden Fall auch kein Yellowium mit reinschmeißen, weil sonst verbrauchen wir noch mehr. Moment mal. Ach so, dass diese Umrandungen hier haben gar nichts zu sagen, kann das sein? Doch, anscheinend, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er scheint ihn auf jeden Fall nicht zu interessieren, wo hier was liegt. Gut, pass auf, dann schalten wir das Ding aus, damit er das nicht hier rauspfeffert. Und schmeißen wir das da rein. Denn das Rausschieben geht ja. Aber das Reinholen irgendwie nicht. Naja, gut. Hier. Genau, das funktioniert, okay. Reicht mir erstmal, passt schon. Ja, dann kann die Kiste, glaube ich, erstmal ganz in Ruhe weiterarbeiten. Wir kriegen Enderperlen ohne Ende, wir kriegen Cyanid, wir kriegen Plutonium. Ja, eigentlich können wir uns gar nicht beschweren. Dann würde ich mal sagen, das war's mit diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo, wäre richtig cool. Und dann haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss!